Herzlich willkommen bei ChefGraph. Heute gibt es wieder richtig geiles Graffiti. Wir sind hier an der Küste, an der Nordsee unterwegs. Wir wurden von Juwel und seiner Familie eingeladen, um mit denen eine schöne Zeit zu machen. Und wisst ihr, wo wir hier sind? Beim legendären Funk Train. Richtig geil. Und den werden wir bemalen. Da werden wir richtig geilen Scheiß drauf malen. Wie und was, weiß ich noch nicht. Aber guckt euch doch mal diesen schönen Zug an. Und den hat Juwel gebaut. Hier mit so richtig geilen Kanten drin und so weiter. Dann sieht man nämlich auf dem Foto auch schön diese Schattenwürfe und so weiter. Und hier ist auch ein richtig geiler Style noch von Juwel. Den werden wir jetzt gleich überstreichen. Schade drum, aber wir werden was Neues Geiles machen. Geiles Teil. Richtig cool. Geil. Ja, ich bin wieder mal aufgeregt. Das ist immer so. Ich habe geile Farben dabei. Und ich nehme euch mit. Ich habe heute keinen Kameramann dabei, deswegen werde ich mir kicken, dass ich mich selber irgendwie organisiert kriege hier mit so einem geilen Graffiti-Influencer-Stab, den ich hier in der Hand habe. Aber egal, ihr seid dabei und könnt uns zugucken. Ich wünsche euch was. Bis denn. Ja, yeah, der Zaubertrank ist angerichtet. Ist immer schön, wenn man filmt, dann müssen die anderen streichen. Ja, ja. Geil. So ein geiler Spot. So, der Zug ist vorbereitet. Ich habe mich umgezogen. Ich habe jetzt meine Malklamotten an. Dann kann ich mich immer richtig locker machen. Auch wenn ich mich beschmatter, ist nämlich alles nicht so ein Problem. Und jetzt ist das spannende Ding. Jetzt wird vorgezogen. Und bei Juwel am Train zu malen, ist halt immer so ein Ding. Ich bin immer wieder aufgeregt. Ich durfte hier schon ein paar Mal malen. Ich blende euch jetzt ein paar Fotos ein. Richtig geil. Und jedes Mal bin ich aufgeregt, weil das ist einfach nicht nur so eine Wand und diese Dinger bleiben hier halt auch ewig stehen, bis dein Juwel sagt, jetzt wird wieder übermalt. Und deswegen, Konzentrazione. Und deswegen viel Spaß. Das wünsche ich auch mir. Das sind die ganz groben Linien, um den Totenschädel erstmal in Form zu bringen. Und da habe ich noch eine Weile radiert, ehe denn die Symmetrien gestimmt haben. Aber ich liebe es, Totenschädel zu malen. Das könnte ich viel öfter machen. Und da gibt es ja auch so verschiedene Darstellungen. Ob im Comic-Stil oder realistisch oder irgendein Mix dazwischen. Oder was auch richtig geil ist, sind diese tibetanischen Totenschädel, so mit Schmuckelemente drinne. So, und so langsam haut die Proportion. Sieht eigentlich jetzt schon cool aus. Hätte man eigentlich auch so lassen können, aber ich habe da noch ganz viele Farben reingeballert. Ja, und meistens ist es so, dieses figürliche male ich als erstes. Weil der Style, der kommt dann aus dem Handgelenk, da muss man sich nicht so doll konzentrieren. Und irgendwie, wenn ich so Schädel male, sehen die manchmal auch mal aus wie Affenschädel, weil ich dann doch so ein bisschen die Proportion verhaue. Aber da hat es ganz gut funktioniert und selbst wenn, werdet mir auch egal. Ja, und der Style, der kommt dann einfach ohne viel Gedankengemache aus dem Handgelenk rausgeschüttelt. Zack, zack. Boah, da könnte ich stundenlang zugucken, wie so ein Ding entsteht. Ja, und übrigens, in dem Video hat Arto zwei Beats verbastelt, die ich sehr geil finde. Von Hank und Safrio. Und davon gibt es auch zwei grandiose Rap-Videos von unserer Serie der Rap-Cyphers vom Büro 21. Die werden dann auch noch oben eingeblendet. Das ist einmal die Killer-Cypher und einmal Das ist für mit DJ Robert Smith, OHDO, Offer B, Safrio, Hank und Icke. Ja, Mann. Voll geil.
Das Haar sieht so ulkig aus. So, wenn das für sich steht, wäre das eigentlich so ein bisschen hässlich. Aber weil das so bounced und das eh dann gleich wegkickt, kommt das so geil dynamisch. I was born to roll. Passt ja. Schön malen am Train. Müssen wir nur aufpassen, wenn die Polizei kommt. Super Danger. Geil, wie die Buchstaben am Tanzen sind. Hammer. So, der Vorzug ist fertig. Oh Mann, was für eine Granate. Richtig cool. Juwel hat auch schon vorgezogen. Er macht das richtig schlau. Er zieht manchmal mit Kreide ganz dezent vor. Dann kann man das wieder wegwischen und spart ultra viel Farbe. Ich hab's erst einmal gemacht, aber jeder so wie er mag. Ist völlig anders geworden, als ich wollte. Mein Plan war, einen Totenschädel einzubauen. Jetzt will ich mit wilden Farben rumspielen. Ich glaube, ich werde erstmal den Hintergrund machen. Dann werde ich mich mit Juwel nochmal absprechen. Wir wollen jetzt hier kein perfektes Konzept machen, sondern wilde Rumgeballere mit Farben. Aber ich bin schon mal mit dem Vorzug sehr happy. Ja, Mann. So, ich habe mich jetzt entschieden für die Farben. Ich werde irgendwas Geiles machen. So, mein Plan wird sein, mit so was Gedecktem im Hintergrund zu arbeiten, mit vielleicht so ein bisschen Orangebraun, da bin ich mir noch nicht sicher, aber auf jeden Fall diese Töne im Background gepaart mit so Türkis, ihr Ballere. Genau, und das werden die Buchstaben. Das wird geil. Ja, ich wusste noch ja nicht, wo ich was machen wollte. Ein bisschen war der Plan, dass direkt hinterm Totenschädel halt so ein gelber Strahleffekt ist, der dann bis ins Orange geht. Braun-Orange. Und das ist dann so ein Prozess, wo ich dann beim Sprühen mir überlege, ja, was könnte jetzt passen? So, manchmal hat man wirklich ein perfekt fertiges Konzept. Und manchmal halt nicht. Da lässt man sich einfach treiben. Und das hat auch was Geiles, wenn man sich treiben lässt. Man hat nicht wirklich einen Plan. Weil ich sag immer, man kann sein Graffiti verkacken und das ist nicht schlimm, weil nach dem Bild ist vor dem Bild. Einfach probieren, einfach was ausprobieren, weil ist ja keiner da, der dann danach du sagt und nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist ja das Geile. Werd jetzt einen Graffiti-Auftrag, werdet was anderes. Da musst du natürlich nach Kundenwunsch arbeiten. Aber bei sowas, wo es wirklich nur darum geht, dass ich selber happy bin, da kann man üben und probieren und auch manchmal eine Scheiße greifen. Und das ist ja das Geile, das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, da machen sich viele zu sehr Gedanken bei ihren Bildern. So, in dem Stadion zum Beispiel dachte ich da, dass diese Türkis eigentlich total scheiße kommt. Irgendwie war ich da in dem Modus, hätte ich's mal doch hier lassen. Und dann habe ich es aber knallhart durchgezogen. War aber trotzdem noch nicht, dass ich dachte, geil. Aber wo ich dann angefangen hatte, das mit den Farben im Style zu machen, dann hat das alles super gematcht und war eine runde Sache. Ja, das ist manchmal so ein Kampf. Passt das, wird das was, Ja, und wieder dieses normale Schema in diesem 3D-Stil. Erst die dunklen Stellen und dann wird man immer heller. Siehst du, jetzt kommt der nächste Ton, der etwas heller ist. Und das ist auch krass bei diesem 3D-Stil. Sind ganz lange die Elemente so, dass man denkt, ja, und aber Stück für Stück, umso mehr die Flächen ausgemalt werden, bis zu den letzten Detailglanzdingern, baut sich das so auf, dass es erst zum Schluss richtig rauspoppt. Ja, da muss man sich in dem Moment vertrauen, was man da macht und einfach durchziehen.
Ja, und mir fällt es eh schwer, immer mit so vielen bunten Farben zu malen, aber ich wollte es einfach machen und probieren und wollte mich da meiner Schwäche stellen. Ja, und das hat funktioniert. Boah, wie das schallert! Ja, der kritische Blick von Weitem. Ich war da noch ab und zu mal pinkeln und hatte die GoPro noch auf dem Kopf. Und das ist dann immer so ein spannendes Ding, ob ich die jetzt ausgemacht habe oder nicht. Weil stell mal vor, ich gebe Arthur die Videodateien, habe die vorher nicht überprüft und dann sieht er da, wie ich voll romantisch pinkel. Weißt du, am besten noch im Stehen im Busch. Boah, was ein geiler Beat. Ja, zieht euch die Cypher-Videos rein, die sind echt schön. One-Take-Rap, Alter. Ohne Schnickschnack, ohne ihr Fake. Na, einfach One-Take-Rap, Alter. Alter, ich darf nicht so viel Alter sagen, Alter. Ah, das ist dann manchmal ärgerlich, wenn dann durch dieses Sonnenlicht so viel Reflektionen in der Wand sind. Ah, da könnte ich wahnsinnig werden, aber das kriegt man manchmal nicht hin. Und ab dem Punkt war ich auch ein bisschen kritisch mit dem Totenschädel. Da habe ich mir kurzzeitig gedacht, oh, hätte ich den doch eher in gedeckten Farben gelassen, dass der sich noch abhebt vom Style. Aber zum Schluss habe ich gesehen, war die richtige Entscheidung. Ja, das war der kritischste Part. Da unten, da dieser olle Knick. Dann habe ich auch gedacht, Mann, oh, warum hast du den denn da gemacht? Der sieht total bescheuert aus. Ja, und irgendwann habe ich dann einfach die Zähne zusammengebissen und habe den einfach gemalt. Und genau. Im Endeffekt fügt er sich gut ins Gesamtbild ein, aber ich hätte ihn auch sein lassen können. Aber dann bin ich in dem Moment auch so ein bisschen bockig und sag mir, nee, scheiß drauf, du hast den jetzt gemacht, du ziehst das jetzt durch bis zum Ende. Boah, geil. Das ist auch so ein Unterschied. Früher hatten wir halt so wässrige Farben und die haben kaum gedeckt. Und diese neuen Farben, ey, wirklich, die decken wie die Hölle. Das ist so geil. Da war wieder der Kringel-Johnny am Start. Zeig mal ganz auf diese Kringel. Jetzt hatte ich die Zeit, noch mal Juwel zu filmen. Der arbeitet auch immer so akkurat. Geil. Ja, und das ist seine Terrasse, sein Wohnzimmer, seine Wiese. Da wohnt er, das ist so geil. Yeah, pow, 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 der Funk-Train ist am Rollen. Mit 180 km/h durch die City. Richtig cool, ich bin richtig happy mit dem Resultat. Richtig geile Aktion. Wir haben echt den Funk zum Kochen gebracht. Richtig cool. Ihr habt zwar nicht alle gesehen filmerisch, weil ich hatte dann auch keinen Bock, mich um alle zu kümmern und weil ich war so fokussiert auf das Malen. Und das ist echt eine Challenge. Man muss gucken, ist der Akku noch voll? Ist die Speicherkarte noch voll? Hautet überhaupt mit der ollen GoPro da auf dem Kopf? Weil das ist ja dann auch so ein Gewicht auf dem Kopf, wo du dann auch ja nicht weißt, wie sieht das überhaupt aus? Ja, und das ist so ein Luxus, sonst immer einen Kameramann dabei zu haben. Danke auf jeden Fall an Andy und an Arthur, dass ihr ab und zu am Start seid und mich dabei filmen könnt. Weil wenn du selber malst, du konzentrierst dich aufs Bild und musst parallel noch gucken, ob das alles hinhaut und ob die Bilder überhaupt was werden, dann ist das echt schon ein Brainfuck phasenweise. Also Respekt an die das immer so geil gerafft kriegen. Für mich ist das anstrengend. Wir fahren morgen nach Dänemark, Juwel und Icke.
Und da gibt es nämlich auch noch eine geile Haul. Und entweder habe ich Bock, irgendwie noch eine Kamera hinzustellen oder halt nicht. Das werde ich morgen spontan sehen. Aber ihr werdet auf jeden Fall die Resultate sehen, die wir da fabriziert werden. Genau. Und jetzt seht ihr doch mal die komplette finale Wand.